PlayStation 5 Pro schon dieses Jahr unter dem Weihnachtsbaum, es wird Realität werden. Denn kürzlich sind handfeste Informationen zur PlayStation 5 Pro Konsole geleakt worden. Sie wird 45% bessere Raster und Resizing Performance bieten und 300% bessere Raytracing Performance im Vergleich zum Standardmodell der PlayStation 5. Und dieser Leistungsschub wird dem System on Chip, also SoC System, wie das auch Apple hat mit dem M1 Prozessor zugeschrieben. Der hat 20 Gigabit pro Sekunde und GDDR6 Speicher. Und er soll unter dem Codenamen Trinity entwickelt werden. Zusätzlich soll die PlayStation 5 Pro Konsole über eine eigene Upscaling-Technologie verfügen, namens PlayStation Spectral Super Resolution PSSR. Und die wird eure PlayStation-Titel, also die Full-HD-Titel in 4K innerhalb von 2 Millisekunden umwandeln. Extrem beeindruckt, oder? Tom Henderson, bekannt für seine präzisen Leaks in der Gaming-Branche, hat sich diese Daten auch nochmal von seinen Quellen bestätigen lassen. Und die Dokumente, die Henderson vorliegen, wurden diese Woche sogar in einem PlayStation-Entwicklerportal veröffentlicht. Es steht also fest, die PlayStation 5 Pro wird nicht nur 45% schneller rendern als die PlayStation 5, sondern auch über beeindruckende 33,5 Teraflops verfügen. Und eine Grafikkarte mit 33,5 Teraflops, die kostet mal locker seine 600 bis 700 Euro. Das ist noch nicht alles, die PlayStation 5 Pro soll jetzt auch echtes 8K unterstützen. Seltsamerweise, dass auf der PlayStation 5 hier überall 8K auch draufsteht, aber es sind halt keine 120 Hertz. Die ersten Entwicklerkits wurden bereits im September 2023 an First-Party-Studios verschickt und seit diesem Jahr haben auch externe Entwickler Zugang zu diesen Kits. Und im Frühling sollen die ersten finalen Produkte an die Spieleentwickler verschickt werden. Ja, und zu Weihnachten 2024 soll dann die PlayStation 5 Pro für 499 bis 599 im Handel erscheinen, je nachdem, ob ihr die digitale oder die Disc-Version kaufen möchtet. Und auf diese Daten können wir uns verlassen, denn niemand möchte die Weihnachtszeit verpassen. Ihr könnt immer sagen, ob ihr euch noch eine PlayStation 5 kaufen möchtet oder ob ihr jetzt noch die 8-9 Monate warten möchtet, bis die PlayStation 5 Pro dann auch im Handel erscheinen wird.